Ja, und damit willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind am gleichen Punkt, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Für mich ist ein Tag vergangen, aber immerhin nur ein Tag, nicht ganze Wochen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir durch das Tor. Schauen wir mal, ob wir die Schwester finden, die anderen. Es. Was machst du hier? Hallo? Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Ja, ich glaube auch, dass der ein bisschen heiß. Egal, was Sie eingeworfen haben, bleiben Sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden Ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie ein gewaltiger Sturm. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ja, es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat ihr Verschwinden nicht gemeldet. Vermutlich, weil sich sonst seine Abreise verzögern könnte. Für Pitney wird Geld immer wichtiger sein als Freunde. Pah. Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Shepard, der Typ kann sich doch nicht mal die Schuhe zubinden, geschweige denn kämpfen. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Ganz ehrlich, ich möchte eigentlich gern sehen, wie er kämpft. Also, ja. Ein unseliger Wind umweht Wasea. Captain der Eclipse-Schwestern, mir nach! Mal schauen, wie mächtig er wirklich ist. Sollen, Shepard. Was? Plus 7 abtrünnig? Oh, da ist ein Waffenschrank. Das heißt, hier geht's dann vermutlich gleich ab. Okay, ja, dann schauen wir mal. Oh, da ist sie ja. Oh. Das tun wir jetzt gerade mal ignorieren. Ja, damit war zu rechnen. Wo sind die andere? Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von hier weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Hier ist wenigstens drauf. Okay, dann schauen wir mal. Was können wir jetzt alles machen? Ich mache mal das, das, das bitte. Aber mit unserer Edelwaffe sollte das eigentlich recht schnell gehen. Ah, wenn hier nicht die Kollegen auch noch kommen würden. Einmal das bitte. Kann ich sonst noch mehr machen? Nee, ne? Feuer,
Au, oh, fuck. Warte, ich brauch Deckung, ich brauch Deckung. Ah, Mann. Komm, das kriegen wir hin. Oh, oh, fuck. Komm, du es an. Achso, das ist... Ah, Mann. Hab ich dich. Scheiße, wo ist sie? Wo ist sie? Es muss hier irgendwelche Unterlagen über das Schiff geben. Nee, haben wir es jetzt echt schon geschafft? Okay. Was ist das? Achso, schräges Datenpad. Wir sind jetzt egal, vermutlich sind sie noch auf der Besuchung, die wir mit AML Demeter ausgeflogen haben. Ich war froh, dass sie, als sie weg war, sie ließ mir Blut in den Adern erstarren. Hoffentlich bringt die Justikare nicht mein ganze Pläne durcheinander. Das muss das Schiff sein, nachdem Samara gesucht hat. Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben oder uns erst ein wenig umsehen? Ich würde sagen, umsehen. Vielleicht gibt es hier ein paar Gutes. Okay, es ist die Frage, ob wir überhaupt großartig hier was sehen können. Ja, hier geht's natürlich nicht raus. Tja. Hier geht's auch nicht weiter. Eclipse Terminal. Komm ich hier? Lass mich durch. Mann. Was ist das Terminal? Ach, da. Okay. Wo ist das mit dem Blau? Ich sehe es nicht. Ah, scheiße. Fuck. Okay. Dann schauen wir mal hier mal. Nö, da ist auch nichts. Ja, dann können wir jetzt eigentlich echt nichts machen. Außer, dass wir wieder in die Richtung rausgehen. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder retour laufen? Bitte sag nee. Zurück zum Raumhafen. Sollen wir zum Hauptplatz des Raumhafens zurückgehen? Dann ja, los. Ich kann ja hier nichts mehr machen. Okay. Gott sei Dank. Cutscene. Hier geht's nicht mehr rein. Jetzt ist die Frage. Wollen wir mit ihm nochmal quatschen? Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier, als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie lohnen würde. Wenn Sie sie dem Detective geben, bekommen Sie nur einen warmen Händedruck. Ja, andererseits bist du ein Arsch. Ich glaube, das werde ich auch machen. Aber sind ja gerade beide da. Solltest du nicht in der Zelle sein? Aber ja. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Okay, machen wir mal. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Nee, das mache ich lieber nicht. Die Normandie liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Hä?
da kein Kodex jetzt mehr oder was? Geht das so einfach? Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justicar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justicars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Von dieser Elnora habe ich noch nie gehört. Vermutlich hatte Ihre Karriere gerade erst begonnen. Gut, dass Sie dem ein Ende bereitet haben. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ich kann beweisen, dass Pitney Four roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Okay, cool. Also haben wir trotzdem nur Geld gekriegt, aber vermutlich nicht viel. Ja. Oder die laute Mucke. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Eigentlich sollte man mal bei Projekt Feuergänger weitermachen. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Findest du? Naja. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Okay, viel Spaß. Gut. Oh, neue Forschung. Dann schauen wir mal ganz kurz ins Tagebuch. Das sind jetzt die persönlichen Sachen. Die machen wir vielleicht mal. Ich würde mal sagen, Ilum, die Justikaren gestohlene Waren gefunden, ein Lager voller Frachtgüter, die von der Spedition gestohlen waren, wurde gefunden. Mr. Tex, der Besitzer der Waren, wurde davon in Kenntnis gesetzt. Ach so, das sollte man dann später mal wieder retour. Das machen wir jetzt nicht. Das ist gefälschte IT. Das war dem Ansagstutzen. Ach, stimmt ja, der Admiral, der hat ja uns noch um die Hilfe gebeten. Gänse sind alle Cover gerne wissen, was der Reaper zu haben. Ja, machen wir das mal. Schauen wir mal, ob das vielleicht sogar in der Nähe ist. Einmal aus, Billy. Vermutlich haben wir jetzt wieder Post gekriegt, oder? Thane würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Ja, nicht jetzt. Machen wir später mal. Okay. Ich fliege jetzt hier mal raus. Ich habe keinen Plan, wo ich eigentlich hin muss. Ist das jetzt hier irgendwo?
Ich glaube nicht. Okay, gehen wir wieder ins Massenportal. Dann müssen wir ganz woanders hin. Dahin. Und ich sollte mal wieder Rohstoffe sammeln. Aber das mache ich off-cam. Wo denn? Citadel? Kalkanische DMZ? Dr. Kenson retten. War das das? Ja, ich glaube schon. Okay, cool. Planet ist auch schon der erste hier. Einmal wieder Runde. Wie immer, die Planetendetails. Ich werde langsam durchscrollen, aber nicht vorlesen. Das ihr könnt euch da jedes Mal alles wieder anhalten. Oh, warte mal. Hinweis für Reisende. Die batarianische Hegemonie betrachtet jede Präsenz von Militärschiffen der Allianz im batarianischen Sektor als feindseligen Akt. Die Nomad SR-2 ist zwar ein unabhängiges Schiff, sieht aber der Nomad SR-1 einem Jahrenschiff sehr ähnlich. Der Einsatz von Tarnsystemen wird dringend empfohlen. Ja. Okay, also haben wir die Option, dass wir hier vielleicht Stress kriegen. Ja, alles automatisch. Ach. Nur ich gehe runter. Okay. Ach stimmt, ich glaube, da hat er sogar was erwähnt, dass ich da allein reingehen soll. Oh. Leistungsrelease. Untersuchen? Nein, ich hab grad untersuchen. Geben Sie den Autorisierungscode ein. 1, 2, 3, 4. Das war's wohl nicht. Okay, das war einfach. Sieht aber nicht so aus, als wäre das noch wirklich aktiv im Betrieb. Das ist alles ein bisschen... Sollen wir da drüber? Der hat das im Arsch. Okay, dann gehen wir also hier runter. Sie haben uns gesehen. Wow. Varen, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Kenson rasch finden. Ja, also nicht. Moment, aber ich muss mal ganz kurz lesen. So, Entschuldigung, geht wieder weiter. Was haben wir hier? Todesviech. Noch ein Todesviech. Ah, ich finde es ziemlich uncool, dass ich allein bin. Oh, hallo. Kommst du mal? Untergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Ja. Also könnte ich das als Haustier haben, würde ich es mal nehmen. Also Gott, das Fellmuster ist mega nice. Hände weg. Okay, also da geht's rein, wo wir aber nicht rein können. Ist das jetzt noch richtig, was ich mache? Oh. Ja, lol. Okay. Okay, Jungs, ihr habt's eine recht ruhige Ausrechnung hier. Solltet ihr mal zumachen. Moment mal, machen wir ganz kurz aus. Ich will jetzt erstmal kurz reingucken. Ob es hier was Tolles gibt. Okay, da gehen wir erstmal noch nicht lang. Da gehen wir erstmal unten den Gang entlang. Also ist jetzt hier die andere Flamme. Das hat ja jetzt gar nichts gebracht.
oder... Eventuell ist es ein Rundkurs und wir kommen von anderen Zeiten wieder. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht. Also wenn das jetzt an ist... Ah, nee. Okay. Bitte nicht lock. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Das war der andere Weg, eh der richtige. Okay, einmal abschalten wieder. Sehe ich alles, was da schon einstürzen ist. Und mit einem Asteroiden das Massenportal ab. Geht das überhaupt? Was spielt das für eine Rolle? Ganz ehrlich? Hier gibt es nichts Interessantes außer Bücher und Ordner. Oh, da steht jemand. Soll ich? Nö, da passiert nichts. Okay. Granate. Okay. Da hinten war jetzt noch einer, oder? Ich dachte, ich hätte da noch einen gesehen. Okay, erstmal umgucken. Kein Strom mehr. Sprich, wir können da rauf, aber dann gehe ich erstmal hier links. Gibt's hier. Hier gibt es spannende Sachen. Das ist mindestens die Tür. Ist das der Hauptweg? Rohstoffe, immer nice. Hier gibt's auch nichts. Außer Geld. Ich dachte, ich hätte nur hier irgendwer was gesehen. Hier geht's raus und hier unten war noch eine Tür. Oh, das ist jetzt die, was wir jetzt da gesehen haben. Jo. Okay. 400 Credits einfach so im Müll. Alles klar. Hier war auch nichts. Nö. Und ist ja die Quartiere hier. Ach, jetzt sehe ich es erst. Das muss sowas wie ein LKW sein, okay. Na komm, Shepard. Einmal rauf da. Und ich muss wieder rein. Band ist. Das glaube ich war jetzt hier, oder? Jau. Nö. Hä? Hier runter? Auch nichts Besonderes. Niemals funktioniert. Portale kann man nicht beschädigen. Zerstören schon gar nicht. Diese Menschen werden tun, um uns zu vernichten. Ganz sicher. Wir müssen ein Exempel für alle anderen. Einmal. Das bitte. Oh, er hat die gleiche Idee gehabt wie ich. Okay, was ist? Ganz schön. Oh, na. So, da. jetzt war nicht gerade sehr schlapp. Ah ja. Da kommt ein Shuttle. Also bei uns in der. Andere Worte. Ist das unser Shuttle? Nee. Sieht nur gleich aus. Oder? Hat jetzt gar nichts gebracht. Hier können wir auch nicht weiter. Okay. Ich habe gehört, wenn wir etwas
Oh nee, wird das jetzt ein Farbenspiel hier? Ach so, vielleicht will ich da eins von den Dingern. Okay, ich versuche mal, das da ganz links irgendwie hochzukriegen. Na? Okay, das geht nur eins nach links. Was ist, wenn ich jetzt nach unten gehe? Okay, wieder nach oben. Das hat funktioniert. Was? Ah, nein. Ich wollte, dass du da nach rechts gehst. Mir das jetzt gebracht. Jetzt bist du hier. Ich verstehe es nicht. Machen wir einmal den hier. Hier wieder runterlassen. Nee, das war's auch nicht. Was soll ich mit dir machen? Ah, Fahrzeuglift. Oh. Sag mal, war das jetzt komplett umsonst, dass ich das gemacht habe? Okay. Da geht's dann wieder nach oben. Ja, oder fährt von allein wieder nach. Goodies. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Aber so sind wir frei. Warum sollst du das Teil hier runterbringen? Naja. Aliens. Okay, wir haben hier wieder Laser. Spinnt. Das Abbrüchen vom Marken zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Kenson Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Kensons Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhör hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Okay. So, kann ich dich... Ich kann dich nicht... Ah doch, so. Was habt ihr denn? Okay. Oh, wir sind schon da. Die Menschen sagen uns, sicher jetzt noch. Wenn wir jeden Asteroiden da draußen scannen müssen, finden wir sie nie. Ich frage mich, ob diese Menschen wirklich was gefunden haben. Keine Folter ist zu schlimm, wenn wir diese Information dafür bekommen. Boah, ist jetzt ziemlich hart. Okay, dann machen wir hier mal auf. Dann schauen wir mal, wenn wir hier reinkommen. Der hat es nicht überlebt. Jetzt auch nichts. Da geht es auch nicht weiter. Ja, dann sagen wir mal Hallo. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Kenson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen.
Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Ja, ehrlich gesagt war das gar nicht so schwer, jetzt hier reinzukommen. Dann sollten wir eine suchen. Los. Bereit. Auf. Und dann wäre ja da noch die Crew. Oh, Blechgranate, okay. Ah, jetzt ist hier offen. Das ist ein Zellenblock. Hier irgendwo müsste eine Sicherheitskonsole sein. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Ort, wo Sie Ich würde sagen, mal da unten. Okay. Wir machen ein Brandgeschosse. Okay, einmal Kollege. Also die Waffe hat es echt drauf. Gefällt mir. Holy shit, was ist das? Was? Wo? Oh. Schilde sind ausgefallen. Das ist definitiv meine Lieblingswaffe. Oh, du bist eine Elite. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Spielmunition. So. Ist der jetzt tot oder? Weil der ist einfach nur so langsam umgefallen. Ah, jetzt ist er tot. Okay. Was ist das? Ah, die Sicherheitskonsole. Wie praktisch. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Okay. Finde ich jetzt aber ein bisschen uncool. Aber das Hacken dauert hier in der Regel nicht sehr lange. Wow. Fuck. Scheiße. Ah, bitte lass hier nicht auf so viel kommen. Gekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Ja, toll! Sie kommen von unten okay. Auf. Andere Seite! Los! Ah, Mann! Ja, scheiße, und wir haben eine Elite mit dabei. Entriegle alle Türen zum Hangar. Ich brauche noch mehr Zeit. So, was ist mit der Tür hier? Na, nee! So ein... Scheiße. Verfolgungsnetzwerk im Orbit runter. Achten Sie auf das jetzt bitte langsam. Seite. Welche andere Seite denn? Na ja, toll. Von wo? Oh, von da. Ja.
Ah, shit. Mit der Gesundheit schaut es nicht sehr gut aus. Was machen wir denn? So ein Kack. Mit der Big Wumme will ich jetzt auch noch nicht arbeiten. Komm, Schild. Geh mal nach oben. Komm wieder mal her zu mir. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wir machen das jetzt mal von hier. Es gibt einen Aufzug rauf zum Hangar. Nice. Ich hole ihn zu uns runter. Ist gleich soweit. Ja, komm, mach mal schneller. Deine Hacking Skills sind echt furchtbar, wenn es so lange dauert. So. Ist eigentlich die Verbrennungsaktion, die ich da mache, biotisch? Los geht's. Ach Gott sei Dank. Zum Hangar. Lass dir nicht entkommen. Ja, doch bitte, ich will hier weg. Na? Einen Moment. So, da. Oh, eins noch. Die Hangartüren sind verriegelt. Müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir. Ja, ist toll. Aber wie kräftig das jetzt hier das eine Shuttle ist. Ah, ich will die Blendkanale hier wieder. Okay, haben wir hier sonst nur irgendwelche Goodies? Ah, da drinnen. Na toll. Ich sterbe hier gleich. War das jetzt der letzte? Okay. Gut. Okay, das ist einfach. Gibt's hier noch was? Nö. Und bam. So. Abmarsch. Tschüss. Was? Ach man! Einmal bitte. Erledigen Sie die Wache. Oh, Leute. So. War das jetzt der letzte? Können wir jetzt fliegen? Oh, Gott sei Dank. Ja, oder auch nicht. Hey, warum haben die warum haben die unsere Waffen? Wollen einmal verbrennen, oder was? Ja, klar. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus ihrer Reichweite sein, wenn ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern.
Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Das klingt alles ein bisschen zu einfach. Und eben, das ganze System wäre dann weg. Sagen wir mal, ich brauche mehr Beweise. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Row genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Ja, ich würde ihn gern sehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Ja, wollen wir da nicht mit der Normandy hinfliegen? Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was dieser Beweis ist, nachdem sie da das ganze System platt machen wollte. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Das ist wirklich nicht mehr viel Zeit. Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Okay, und an der Stelle gibt es erstmal einen kleinen Cliffhanger. Was das der Beweis ist, sehen wir in der nächsten Episode. Und sorry für das Gewitter, jetzt gerade voll zum Stören angefangen. Falls ihr das gehört habt im Hintergrund. Also, bis denn dann.